möchte zu den beiden folgenden Stücken kurz etwas sagen. Die beiden Stücke entstammen dem Zyklus Ein Kinderspiel von Helmut Lachenmann. Über Helmut Lachenmann hat ein Komponistenkollege mal gesagt, er sei einer der letzten Dinosaurier der musikalischen Moderne. Die Stücke sind 1981 entstanden und in Lachenmanns Werken wird in der Regel, oder werden eigentlich alle musikalischen Parameter, die uns vertraut sind, negiert. Das sind solche Parameter wie Harmonik, Melodik. Was übrig bleibt, sind Ereignisse, die an sich in klassischen Stücken auch da sind, die dort aber eher im Hintergrund bleiben und hier in den Vordergrund geholt werden. Der Zyklus Kinderspiel ist überschrieben mit einem Motto von Theodor W. Adorno. Das lautet, es geht eben mehr um die Demonstration am Kindermodell als um die Beschwörung von Kindheit.